Morgen, meine Lieben. So, die Sonne ist gerade aufgegangen. Im wunderschönen Wien. Es ist wunderschönes Wetter. Oh mein Gott. Seit Tagen ist wunderschönes Wetter. Wie ihr meine Stimme hört, ich bin immer noch nicht ganz gesund. Aber es wird schon. Look. It's so beautiful. Und deshalb gibt es jetzt von mir mein allererstes Sommernähprojekt. Das muss leider ein bisschen schnell gehen, weil ich morgen schon wieder eine Woche aus Wien draußen bin. Also habe ich nur heute Zeit, das zu nähen. Aber dann in 3 Wochen, sage ich jetzt mal, geht es ein bisschen besser. Und da habe ich ganz coole Sommernähprojekte vor. Also stay tuned. Heute machen wir aber mal wieder ein Pinterest-Tryout. Das habe ich schon mal gemacht. Ich fand es super witzig. Und die meisten von euch auch. Und zwar, wenn ihr auf Pinterest unterwegs seid und dort Nähideen sammelt, dann ist euch wahrscheinlich schon das hier untergekommen. Das ist angeblich aus den 1930er und soll angeblich toll ausschauen. Und ich habe noch diesen Reststoff hier. Den kennst du wahrscheinlich auch aus ein paar Videos, weil den wollte ich schon immer mal wieder hernehmen und habe es dann nie gemacht. Und den werde ich heute benutzen, um das auszuprobieren. Und ja, ich sitze hier in meinem Haus quasi, weil ich Angst habe, dass die Zugluft mich wieder krank macht. So weit ist es nun gekommen. So, first thing. Reicht mir mein Stoff überhaupt? Und das mit dem Abmessen und sowas, das lassen wir heute mal für heute. Wir schauen jetzt einfach mal, ob das funktionieren könnte. Mit hinhalten, oldschool, Kathi, machen wir das jetzt. Das ist mein gesamter Stoff. Ich brauche natürlich Vorder- und Rückseite, also lege ich das jetzt einmal zusammen. Aber dann riesen. So, und das hebe ich mir erstmal kurz hin. Und das passt. Also die Ärmel dürfen nicht kürzer werden, also das ist wirklich der Outside Corner auf der Ärmel, würde ich sagen. Aber in der Länge kann man tatsächlich was wegnehmen. Das ist doch amazing. Perfekt. Okay. Let's go to the Schreibtisch. Also wenn wir uns jetzt das Schnittmuster anschauen, also wenn das jetzt mein Stoffteil ist, wow, ich habe mal wieder Grafikdesign und Flicke. So, okay, also dann habe ich ja hier den Ausschnitt, den ich wahrscheinlich ein bisschen länger machen will. Und dann haben wir hier so die Ärmel. Und da habe ich ja schon festgestellt, die müssen bei mir ganz am Rand sein, also müssen die etwa so ankommen. Und dann haben wir hier sowas runter. Und hier sowas an die Seite eigentlich, ne? So. Gut, jetzt muss ich halt irgendwie nur herausfinden, wie weit das da sein soll und wie hoch auch. Und das wären ja die Bindeteile, die werde ich wahrscheinlich verlängern müssen, glaube ich, ehrlich gesagt, weil das wird sich nicht ganz ausgehen. Okay, wait. So, also wenn ich das nur aus dem reinen Stoff ausschneiden würde, die Bindeteile, dann wären die ja nicht breiter wie so. Ja. Ne? Also, das wird sich nicht ganz ausgehen. Ich muss die mindestens doppelt so lang machen. Also werde ich sie wahrscheinlich zusammenstückeln und dann dran nähen. Ich glaube, das ist vernünftiger. Also ich werde es jetzt so machen, dass ich hier jetzt, wenn ich hier mein Stoffteil habe, dass ich von einer Seite einfach mal ein bisschen Stoff wegnehme, weil daraus mache ich dann später die Bindeteile. Und aus dem Teil werde ich dann nur... also das haben meine Ärmel und das ist dieser Körperteil, werde ich nur das da ausschneiden. Dem Teil da werde ich dann diese Bindeteile machen und die werde ich dann hier so dran nähen. Gute Idee, wunderbar. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie viel ich da wegnehmen kann und wie hoch das geschissene Ding ist und vor allem wie breit. Also ich glaube ja, dass ich das Näht einfach nur die Hälfte von meinem Umfang machen kann, weil sonst kommt ja da Luft rein, ne? Und dann wird's Kalt. Dementsprechend würde ich sagen, at least, ich würde sagen bis hier so, das sind bei mir 60 cm. Breite und Höhe, boah. Aber das ist eigentlich ganz simpel herauszufinden, weil wenn wir hier zum Beispiel die Spitze der Schulter haben, wo der Ausschnitt ja ist, und wir den jetzt so runtermessen, wo ich das gebunden haben will, über dem Busen, wo das der kurvigste Teil, 44 cm, so Pi mal Daumen, so mal 54. Also weiß ich jetzt, dass von hier Mitte, quasi hier bis da, sind es 45 cm mindestens und das da sind 60 cm. Also bevor ich das jetzt zuschneide, muss ich mir aber nur überlegen, wie mein Ausschnitt sein soll. Auf dem Pinterest-Bild ist einfach nur ein normales Viereck, so ganz Standard. So ein Quadrat, aber das finde ich ein bisschen schier. Ich möchte eher so ein, wisst ihr, so hier so lang und da so kurz. Also halt so, dass es nicht von den Schultern runterfällt, wenn ich irgendwas mache.
Ich habe gerade eine Spinne gesehen. Okay, ignore it. 33 cm sind das bei mir. Und das da, wie viel mache ich da? 22. Ja, ich würde sagen, let's schnippel. Okay, mein Lars, jetzt haben wir hier unten am Boden der Tatsachen. Ich habe das jetzt festgesteckt, damit es sich nicht verschiebt, ne? Aber das ist very slippery, viskose hier. Also wir haben gesagt, 45 cm ist vom obersten Schulterpunkt quasi über meine Brust zu dem Punkt, wo ich es gebunden haben will. Und das wird oben sein, das ist unten, weiß nicht, das jetzt einfach da von da oben abmessen. Genau, und dann tue ich das da jetzt einfach so rüber. Da, und the wind ist mit so Pimmel da unten. Yay, yay, yay. Also aus dem konnte ich dann die Bindeteile machen, aber das kommt jetzt mal weg. Irgendwie schaut das schief aus. Egal. Wird schon. Also hier wird der Ausschnitt sein. Ich habe gesagt, der Ausschnitt 33 cm und 22 cm. Ich habe natürlich eine Nahtzugabe, muss ich da, also rechne ich jetzt mal mit 30 cm, weil das lässt sich ja wunderbar durch 2 dividieren, weil wir haben es ja auch gefaltet in der Hälfte. Also machen wir 15. So, meine Schnalle rein. Hier, genau, das sind 15. Und 22, die Hälfte, weil wir haben es ja auch so geklappt, ist mit Nahtzugabe, machen wir wieder 20, ist 10. Oh, das geht schon ganz schön tief runter. Genau, was ich vorher nicht dazu gesagt habe, oben, also wenn ihr das so zweimal zusammenlegt, da wo die ganzen Falten sind, das ist oben bei euch. Und wo es unten offen ist, ist unten. Falls ihr es hier leichter haben wollt, übrigens macht irgendeinen runden Ausschnitt, das ist leichter zum Versäubern, aber ich bilde mir jetzt unbedingt einen eckigen ein. Hier unten, habe ich ja gesagt, möchte ich 60. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich glaube, 50 reicht. Also 50 durch 2. Ist 25, das heißt, ich messe hier mal 25 ab. Und jetzt habe ich quasi hier einen Bogen und dann so. Cooler wäre es natürlich, wenn man hier wirklich so einen Kreis, also so einen Halbkreis machen würde. Aber das schaffe ich nicht, von dem muss ich jetzt ringen hier. Ja, das schaut aus wie auf Pinterest. Also wie schon gesagt, da hätte ich es gerne ein bisschen voluminöser gehabt. Aber es geht halt jetzt einfach nicht anders. Ja, ich würde sagen, das halte ich mir mal dran. Ich meine, jetzt konnte ich es eh nicht mehr ändern, aber trotzdem. So, also schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die 20 cm sind viel zu viel, Leute. Macht's das nicht, macht's weniger. 10, glaube ich, reicht. Locker, upsi. Egal, wurscht. Aber ansonsten, glaube ich, bin ich jetzt ziemlich richtig mit den Maßen. So, also das ist eigentlich alles, was mir jetzt übrig geblieben ist an Verschnitt quasi. Und das werde ich jetzt im 45 Grad Winkel zuschneiden. Also damit ich Bias Tape machen kann, also Schrägband. Weil Webware ist ja quasi in dieser Richtung oder in dieser Richtung, also in einem rechten Winkel, sehr stabil, sag ich jetzt mal. Aber im 45 Grad Winkel super dehnbar, wie ihr da seht. Das ist halt ziemlich praktisch, wenn man so ein, wie nennt man denn sowas, Lineal hat, wo diese 45 Grad schon eingezeichnet sind, seht ihr das? Aber ihr könnt es auch schätzen. Ich habe das ganz viele Jahre einfach nur geschätzt und es hat genauso funktioniert. So, ich mache 4 cm breite Schrägband. Also was ich so nicht erzählt habe, ne, meine Overlock ist eingegangen, also irgendwas habe ich da gemacht. Also es hat auch mal Krack gemacht und dann hat sich die Fäden immer einfädeln lassen. Also ich habe sie eingefädelt und wieder zurückgefädelt und alles mögliche. Aber es ging nicht und dann ist mir aufgefallen, dass sich da irgendwas verschoben hat, dass meine, ich weiß es nicht, ob es an der Nadel liegt, also an den zwei Nadeln, weil die schlagen jetzt immer gegen das Plastik. Also entweder hat sich das interne Plastik verbogen oder die Nadeln. Also ich hoffe sehr schwer, dass sich die Nadeln verbogen haben, weil die kann ich austauschen und nicht das interne Plastik. Ich hatte aber bisher noch keine Zeit und keinen Headspace, das anzugehen. Also werde ich das mal irgendwann machen. Aber ja, genau, so läuft es. Das tue ich mir weg und die tue ich dann eigentlich nur zusammennähen. Das kommt man da auch, weil die jetzt da so schön. Also man könnte es ja so machen, ne? Und deshalb tue ich das dann immer so im rechten Winkel zusammennähen. So. Wupp. Weil wenn man es dann aufklappt, ist es quasi
Tadada! Ich meine, natürlich könnt ihr es ja gerade zusammennähen, aber ich sag's nur. Okay, mit Garnfarben muss ich ein bisschen experimentieren. Ich habe irgendwie nur noch braun in verschiedenen Tönen. Aber das wird schon. So, ich habe das jetzt zusammengenäht zum großen Kreis quasi, zum Ring. Und dort ist jetzt, das ist jetzt gerade die Innenseite, die mich anschaut. Und ich tue quasi die rechte Seite Band auf die Innenseite vom Oberteil pinnen. Und das Ganze mache ich mit ein bisschen am Zug. Und davor habe ich mir das hingehalten, wie lang das, der ganze Ring sein muss, quasi, damit das mit dem Zug einmal rumgeht. Und das nähe ich dann fest. Also, by the way, immer wenn ich bei einer Ecke bin, lasse ich die Nadel drin und hebe das Nähfüßchen an. Und damit es dann ein bisschen besser geht, schneide ich quasi das so really just a little. Dann lässt sich das viel besser um die Ecke rumlegen, sitze das. Dann kann ich das Nähfüßchen wieder runter tun und weiter nähen. Und vor der Ecke lege ich das einfach so flach und nähe quasi bis hierher und lasse dann die Nadel drin. Ihr könntet theoretisch hier auch schon einschneiden, dann müsst ihr das nicht so rumfummeln. Also so habe ich das jetzt einmal rumgenäht. Jetzt habe ich das Ganze rumgebügelt quasi. Also das ist die Innenseite des Tops quasi. Das ist jetzt das Umgebügelte. Jetzt könnte ich das Ganze nach außen drehen nämlich. Und durch das, dass ich das jetzt wunderschön flach gebügelt habe, liegt das jetzt so schön. Und jetzt kann ich da einfach irgendeine Seite nehmen und das einklappen. Ich muss natürlich ja die Naht sogar nach innen. Und rüber. Und so kann man wunderbar mit Schrägband die Sachen einspannen. Und wir machen da jetzt zum Beispiel bei der Ecke. Also hier habe ich eh schon immer eingeschnitten, aber das habe ich immer eher sehr wenig gemacht. Und da könnt ihr jetzt einmal wirklich bis zur Ecke einschneiden, dann geht es noch leichter. Und dadurch jetzt einfach vor und nach der Ecke, mache ich das ganz normal. Und dann habe ich hier die Ecke und die. Durch das, dass ein Schrägband ist, fällt die automatisch. Und die ist halt hier jetzt eher eine Rundung, ne? Und weniger eine Ecke. Also ich probiere es trotzdem so eckig wie möglich festzunähen. Ihr kennt es nämlich dann, wenn das fertig ist, noch einen Trick anwenden, damit es mehr eckiger wird. Und das ist auch der Grund, warum ich das zuerst von der Innenseite festnähe. Weil man es dann von außen voll schön absteppen kann, dass dann von außen auf jeden Fall sauber ist und von innen sieht die kein Schwein. Genau, und das mache ich jetzt einmal rum. So, und wenn ich das jetzt alles glatt bügele von innen und das quasi wie ein Viereck auflege, dann seht ihr, dass ich da automatisch so ein bisschen was umbügle von dem Schrägband. Eben weil das ja in der Kurve gelegt wurde. Will heißen, das, was ich hier so umgebügelt habe, kann ich ja aufstellen, diesen Zipfel. Und den kann ich hier so abnähen. Und dann habe ich ein voll schönes Eck. Aber das zeige ich euch noch. Jetzt bügele ich das noch fertig. Und wenn ihr es bügelt, eben nicht so bügeln, weil sonst wird es glatt, sondern es schön im Viereck auflegen, also im rechten Winkel. Genau, und da macht es jetzt quasi von hier so einen kleinen Abnäher eigentlich. Und wenn ihr das dann aufklappt, dann ist es dann wunderschön im rechten Winkel. So, so schaut das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, es ist da drinnen eben versäubert. Und jeweils diese Kante und diese Kante doppelt umgeschlagen. Und wie ihr das schon seht, habe ich da diese Ecke einfach ein bisschen abgerundet, weil dann konnte ich das gut doppelt umschlagen. Diese Kante und diese Kante ist jetzt noch nicht versäubert, weil ich jetzt da diese zwei Dinge hinmache. Aber jetzt setze ich mich erst mal raus in die Sonne. Aber ich arbeite jetzt eine Stunde dran etwa. Aber in Slow Motion. Also ich glaube, man kann das ganze Projekt, wenn man schnell macht, sich in einer Stunde und gemütlich in zwei fertig machen, würde ich jetzt mal sagen. So, und ich habe jetzt da diese zwei Streifen rechts auf rechts an den Enden dran gelegt und festgepinnt. Und genau, Kante auf Kante. Und wer jetzt das einfach mal rechts auf rechts hier mit Nahtzugabe absteppen. Genau, und dann werde ich das dann umklappen und daraus quasi ein doppellagiges Band machen. Aber jetzt erstmal hier einfach drüber steppen. Genau, und da ist halt auch wieder super wichtig, dass man das alles umbügelt. Das ist zuerst einmal durch da diese genähte Naht einfach umbügeln und dann die ganzen Nahtzugaben in der gleichen Höhe quasi. Weil dann ist es später beim Zusammennähen super einfach. Und hier sieht man mich heute nackt, weil es war wirklich super fucking heiß mit den Bügeleisen in meinem Zimmer.
So, und ich habe jetzt alle Nahtzugaben umgebügelt. Einmal diese, also die vom, wo ich halt das Band an den Oberkörper dran genäht habe, aber auch die gegenüberliegende sowie die am Ende. Und jetzt kann ich das alles zusammenklappen und feststecken. Also ich klappe das jetzt einfach drauf. So. So Kante auf Naht, ein bisschen überlappen lassen und es einfach zum Festnähen. Und pinne das jetzt mal fest. So, und wir werden es jetzt festnähen von der schönen Seite, weil das ist ja am Ende das, was wir sehen. Und da steppe ich einfach ab hier und da an der Kante, wupp, wupp, wupp. Und hier könnte man natürlich jetzt das Stitch-in-the-Ditch-Methode machen, weil heißt, man tut im Nahtschatten nähen, dann sieht man das fast nicht. Aber dafür muss quasi die Rückseite überlappen. Und da ich ja hier sowieso eine sichtbare Naht habe, werde ich da einfach ganz normal weiter nähen. Im selben Abstand zur Kante wie hier, weil, wie schon gesagt, man sieht hier eh die sichtbare Naht, also dann ist sie halt hier auch sichtbar. Und bei Stitch in a Ditch passiert mir halt immer mal wieder, dass es dann halt nicht genug überlappt und dann ist immer phasenweise nicht angenäht und so. Und das ist mir jetzt ehrlich gesagt anstrengend, dementsprechend tue ich da einfach weiter und schließe das Ganze und that's it. So, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Schaut genauso aus wie das von Pinterest. Ich ziehe es jetzt gleich an, dann seht ihr es auch. Ich hatte es schon an. Es ist echt nice, muss ich wirklich sagen. Das Ganze hat 2 Stunden gedauert und ja, viel Spaß beim Outcome. So, und das ist das Outcome und zwar angezogen. Und hier sieht man mich mit Arme oben. Also man kann eigentlich nicht reinschauen. Vielleicht mal ein bisschen Haut blitzen und so, aber immer wenn man BH drunter anhaut, sieht man da maximal an der Seite den BH ein bisschen. Es hat wirklich ganz gut funktioniert. Man kann es ja jetzt, wie ich hier mache, ein bisschen den Ausschnitt eben nach hinten verschieben oder nach vorne, je nachdem, wie man das will. Und natürlich ist mein Ausschnitt, wie ich das vorher schon erwähnt habe, ein bisschen zu groß geworden. Ne? Also wenn ihr den weniger groß macht, dann habt ihr da auf jeden Fall überhaupt keine Probleme, dass es irgendwo hinrutscht oder so. Es sitzt viel besser, als ich dachte. Es gibt eher ein paar YouTube-Videos, die quasi dieses Schnittmuster nachmachen, aber die deren ist danach alle nur auf eine Puppe drauf und haben es eigentlich nie an. Dementsprechend war ich jetzt wirklich curious, wie das ausschaut. Und es schaut eigentlich viel besser aus, als ich dachte. Es hat tatsächlich einen Schnitt irgendwo her. Also, falls ihr mal was Schnelles machen wollt und sowas, das wohl ziemlich einfach ist, dann feel free. Ich hab's getestet, es funktioniert wirklich. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.